jeder Bischof auf dieser Welt hat irgendwie den Auftrag, den Papst zu unterstützen. Es geht nicht anders. Aber für mich war das ein ganz persönliches Anliegen. Ich bin glücklich, dass wir diesen Papst haben. Und seine pastorale Linie, die freut mich unendlich, weil wir seit Jahrzehnten auf dieser Schiene eigentlich laufen. Und jetzt kommt das erste Mal ein Papst aus Lateinamerika und da bin ich einfach glücklich darüber. Eben weil der Papst diese Option für die Armen, für die Ausgegrenzten, für die Ausgeschlossenen ganz ernst nimmt. Es stellt sich jetzt nun die Frage, und die Frage steht schon längst im Raum: Was können wir tun, damit diese Menschen, die jeden Sonntag in ihre Kapelle kommen oder in ihren Raum kommen, damit die nicht ausgeschlossen sind von der Eucharistiefeier? Und Jesus hat ja nicht gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr diese Feier begehen, sondern er hat gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist ein Auftrag. Und dann muss sich die Kirche oder wir alle, die Bischöfe, was einfallen lassen, damit diese Leute den Zugang zur Eucharistiefeier haben. Mit anderen Worten, es muss überdacht werden, wie es möglich ist, den Zugang zum Weihepriestertum auch anderen Menschen zu ermöglichen. Und das nicht nur auf der bisherigen Schiene eines zölibatären Mannes geschieht. Es geht ganzheitlich darum, um die Menschen in Amazonien. Aber andererseits gibt es wunderschöne Denkanstöße für eine neue Gemeindeordnung. Bei den kleinen Gemeinden übernehmen Laien die Verantwortung. Frauen und Männer, ich möchte nochmal sagen, mehrheitlich sind es Frauen, die den Sonntagsgottesdienst, also den Wortgottesdienst leiten. Und da fragt man natürlich, warum können nicht die Leiterinnen und Leiter dieses Sonntagswortgottesdienstes auch beauftragt werden und dazu die notwendige Weihe erhalten, um diesem Gottesdienst, ganzheitlichen Gottesdienst vorzustehen.